Sie bleiben besser im Wagen. Wir sind Partner, oder? Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Was tun wir hier eigentlich? Wir kommen wegen Gordy Kramer. Kramer? Oberboss von Kramer Construction? Sein Sohn. Er soll der Origami-Killer sein? Im Moment soll er nur ein paar Fragen beantworten. Der Sicherheitsmann hat sein Geld verdient. Scheinbar gibt es hier heute wirklich eine Party. Dumme Idee, Lauren mitzunehmen. Partner sind nichts für mich. Nur um den blöden Brief zu bekommen. Sicherheitsleute ohne Ende. Gordy ist wohl ein bisschen paranoid. Was für ein Palast! Der muss im Geld schwimmen. Was glauben Sie, was das ganze Zeug wohl gekostet hat? Lassen Sie uns später über Kramers Deko reden. Bleiben wir lang hier? Ich find's hier irgendwie unheimlich. Ich suche Gordy Kramer. Sie bleiben so lange hier. Okay? Okay. Sie sagen, wenn ich helfen kann. Wird nicht einfach, Gordy hinter der Mauer von Berufsschlägern zu finden. Alkohol, Weiber und Cokes. Gordy Kramer scheint ein Partylöwe zu sein. Wo ich schon hier bin, könnte ich auch was trinken. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Hey, hübsches Ding. Konzentrier dich auf den Job, Scotty. Warum ist die gottverdammte Musik so laut? Ich kann mich selbst nicht denken hören. Ich bin Scott. Es ist ziemlich laut hier, was? Ich habe Lauren länger nicht gesehen. Ich schaue lieber mal nach. Hi. Klasse Party, hä? Neu hier? Noch nie vorher gesehen. Na, dann lernen wir uns kennen, Kumpel. Wow, du bist ein netter Kerl. Ich mag dich. Mein Freund, ich mag dich sehr. Der Job hat doch Vorteile. Ich habe einen neuen Freund. Hey Mann, haben Sie was für mich? Ich vielleicht wie ein Dealer aus? Verpiss dich! Whisky pur, kein Eis. Jemanden zu finden, der nicht sturzbesoffen oder high ist, wäre ein Wunder. Und ich
Ich bräuchte jetzt eins. Haben Sie Gordy gesehen? Sorry, nein! Kommen Sie oft her? Tolle Party, hä? Wollt auch keine Freunde finden. Alles okay? Mir gefällt's hier irgendwie nicht. Haben Sie schon was? Ich will weg. Noch nicht. Gordy ist schwer aufzutreiben. Ich frage weiter rum. Sie warten. Hi, ich suche Gordy. Haben Sie ihn gesehen? Schon vor einer Weile. Sie werden ihn kaum treffen. Er ist sehr selten bei seinen Gästen. Wirklich? Warum schmeißt er dann eine Party? Fragen Sie ihn doch! Verzeihung! Ich suche Gordy. Ich hab ihn hochgehen sehen. Würde mich wundern, wenn er heute noch mal runterkommt. Ich möchte zu Gordy. Gordy ist gerade beschäftigt. Hau ab! Hey Arschgesicht! Ich warne dich, je später der Abend, desto kürzer ist meine Zündschnur. Hey du Klugscheißer! Mit meinem Fuß im Arsch vergehen dir gleich die Witze. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Die zwei Gorillas und mein Besuch bei Gordy, das geht nicht zusammen. Ich muss sie irgendwie loswerden. Eine Schlägerei? Verlockend, aber keine gute Idee. Zu viel schlagkräftige Verstärkung hier. Er ist oben. Zwei Gorillas stehen im Weg. Soll ich das regeln? Was wollen Sie machen? Mit den Pumps den Popo versohlen? Ich regle das. Seien Sie nur Startler, sobald die weg sind. Hey, Lauren! Sind Sie okay? Gordy muss... Okay, ich muss Gordy Kramer... Ja.
Mr. Kramer. Jetzt kommt das Beste. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in Ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Ich weiß nicht. Ihre Geschichte zieht einfach nicht. Sie reden einen Haufen Schwachsinn. Sagen Sie mir einfach die Wahrheit. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib, nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby, nicht ich.